Ein neues Video, meine Lieben. Da sind wir wieder. Ich bin wieder am Start. Heute geht es um ein sehr brisantes Thema, wie ich finde. Und ich möchte einfach dieses Thema mal aufgreifen, um diese Debatte anzustoßen. Ja, wir werden uns auch noch eine Story angucken von Valentina. Die hat sich zu diesem Sachverhalt auch nochmal geäußert. Und was ich generell darüber denke, das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr Lieben, ich würde euch heute bitten, mir nicht nur einen Daumen nach oben zu geben, sondern auch einfach zuzuhören, denn ich möchte heute einfach mal so ein paar Gedankenanstöße in den Raum zu werfen, wie man ja über bestimmte Themen denken kann oder auch nicht. Generell ist es natürlich immer so, jeder hat eine andere Meinung zu bestimmten Sachverhalten und heute reden wir über die Kritik, die wir in den letzten Wochen tatsächlich schon des Öfteren vernommen haben. Ich meine, so lange sind die Kandidaten vom Dschungelcamp jetzt noch nicht bekannt, aber es kommt mir vor wie Wochen und da geht es darum, dass die Kritik einiger Personen ist, dass dort zwei Kandidaten dabei sind, die in der Vergangenheit mit körperlichen Übergriffen aufgefallen sind. Das ist auf der einen Seite Layla und es ist auf der anderen Seite Kim Virginia. Bei Layla ist es so, dass sie bei Ex on the Beach quasi aus der Show genommen wurde und danach aber wieder beim Bachelor zu sehen war. Da gab es die Gerüchte auch schon, oder nicht die Gerüchte, sondern die Kritik. Danach Bachelor in Paradise, jetzt Dschungelcamp. Dann haben wir auf der anderen Seite Kim Virginia, wo es zuletzt durch Umut auch dieses Gerücht gestreut wurde, dass sie wohl aus der Show prominent getrennt geflogen ist, weil es auch einen körperlichen Übergriff gab. RTL hat bestätigt, dass es einen Vorfall gab, hat mehr dazu noch nicht gesagt. Ich kann in dieser Situation auch nichts dazu sagen, weil ich natürlich genauso wenig wie ihr da draußen das Material gesehen habe und ich auch nicht weiß, wie es dazu gekommen ist. Unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist, würde ich natürlich die Position vertreten, dass ich sage, ein körperlicher Übergriff sollte, egal in welcher Form, nie passieren. Ja? Die Realität ist natürlich trotzdem, dass Menschen nicht fehlerfrei sind und es dazu kommen kann, auch wenn es nicht passieren sollte. Die große Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um und wie wird das Ganze bewertet? Ich habe letztens schon gesagt, dass das immer eine Einzelfallentscheidung ist und ich glaube, das umschreibt dieses Thema eigentlich sehr gut, wenn man jetzt aus der Position der jeweiligen Sender heraus handelt. Ja, also zum Beispiel, wir alle erinnern uns auch, es gab eine Körperlichkeit zwischen Kim Virginia und Sabrina, ausgehend von Sabrina in der letzten I Am The One Staffel. Da ist von der Produktion niemand dazwischen gegangen, also jedenfalls nicht so dazwischen gegangen, dass irgendjemand von den beiden die Show verlassen musste. Die beiden haben sich dann ausgesprochen und das war in Anführungsstrichen okay. So wurde das gelöst. Bei Ex on the Beach war das so, dass Layla dann aus der Show genommen wurde und wir alle erinnern uns natürlich auch an die Bachelor-Ohrfeige von Yelis damals. Ja, sie ist dadurch bekannt geworden und dann gab es viele Leute, habe ich auch letztens wieder gelesen, die gesagt haben, ja, aber das hat sie ja nur getan, weil sie verletzt war aus einer Emotion heraus und deswegen ist es okay. Ich finde generell aus meiner Position heraus, dass es, wie ich vorhin schon gesagt habe, nie okay sein sollte. Ich finde aber schon, dass man darüber reden kann. Ja? Sollte jetzt jemand nie wieder eine Plattform bekommen, oder kann eine Person eine Plattform bekommen? Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn sich ein Sender oder ein Unternehmen oder eine Produktionsfirma, wer auch immer, da ganz klar positioniert und sagt, einmal aufgefallen mit körperlichen Übergriffen als Beispiel und dann bekommt die Person nie wieder eine Plattform. Ja? Ich kann auch die Position nachvollziehen, man sagt, okay, Menschen machen Fehler, wir gehen in den Dialog, wir nehmen die Person erstmal in der Situation raus aus dem Format, um quasi deeskalierend zu wirken, sind aber offen dafür, die Person in einem anderen Format nochmal zu sehen, vorausgesetzt, die Person zeigt Reue. Und natürlich auch vorausgesetzt, es kommt nicht wieder vor. Ja, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, das ist immer eine Ermessenssache. Das muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Wenn du jetzt natürlich jemanden hast, ich nehme jetzt mal als Beispiel Gigi, ich möchte ihm das jetzt nicht unterstellen, aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Es gab diese Situation mit Can und wenn er sich jetzt hinstellen würde, würde sagen so, nö, ich bereue das gar nicht, ich habe das zu 100% aus Überzeugung gemacht, dann kann ich euch auch verstehen, wenn man in dieser Konsequenz sagt, so okay, nee, so eine Person wollen wir nicht mehr in unseren Formaten haben, weil das natürlich auch ein potenzielles Risiko ist, dass es wieder passiert, die Person sieht keine Reue und wenn man jetzt von Personen spricht, die irgendwie eine zweite Chance bekommen und das auch bereuen und sagen, es tut mir unglaublich leid, das hätte nie passieren dürfen und kommt dann auch nicht mehr vor, dann kann man sagen,
okay, so, ich bin nicht so ein Riesenfan, Leute im Prinzip zu canceln. Ich verstehe natürlich auch die Argumentation, dass man sagt, so, okay, man muss ja Leute auch nicht gesellschaftlich canceln. Und das bedeutet aber auch nicht, dass eine Person weiterhin eine Plattform im Fernsehen verdient hat, weil dadurch natürlich der Eindruck entstehen kann, dass Personen durch ihr schlechtes Verhalten in Anführungsstrichen belohnt werden. Und diese Argumentationskette verstehe ich natürlich auch, weil wenn wir jetzt mal so die Reality-Historie angucken, mal generell, dann wird ja oft gesagt, nehmen wir mal Nico Legert oder nehmen wir jetzt mal Umut. Bei Umut weiß ich zwar nicht, wie die TV-Karriere weitergeht, aber Nico Legert zum Beispiel hat seine Freundin im Fernsehen betrogen und hat danach die Plattform jetzt auch bei Prominent getrennt bekommen, ja. Ich finde generell nicht, das wisst ihr auch, dass man jetzt jemanden, der seiner Freundin irgendwie untreu war, die Plattform entziehen sollte, weil ich meine, wir haben Leute wie Calvin und viele andere, ich will jetzt gar nicht alle, habe ich schon so oft gemacht, die ja dadurch bekannt geworden sind und dann kam von den Leuten das Argument, ja, aber die haben sich ja danach entschuldigt oder die haben sich ja nicht so schlimm verhalten. Ich finde, es geht ja trotzdem auch erstmal um diesen Fakt. Ist Untreue, ja, generell gut oder schlecht? Und wenn es schlecht ist, dann sollte man es auch nicht relativieren mit dem Argument, ja, aber er hat sich ja danach gut verhalten. So. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn man jetzt diese Kette anfängt durchzuspielen oder dieses Spiel durchzuspielen, dann landen wir irgendwo in einer endlosen Diskussion. Genauso wie mit dieser Argumentation, darf psychische Gewalt im Fernsehen stattfinden oder nicht? Ich finde natürlich nicht. Die Frage ist nur, wer entscheidet, wann das anfängt. Ja, Valentina vertritt ja immer die Position, dass sie als Beispiel nie psychische Gewalt ausgeübt hat, finde ich auch schwierig, weil sie das gar nicht zu entscheiden hat, sondern das hat die Person zu entscheiden, die es betrifft. Ja, also wenn eine Person sagt, ich war über 2 oder 3 Wochen mit, als Beispiel Valentina, in einem Format und ich habe so krass, wurde ich so krass von ihr angefeindet, dass ich das als psychische Gewalt empfunden habe, dann ist sie nicht in der Position zu sagen, nein, das ist aber nicht so, weil man einer anderen Person in dem Moment die Empfindung nicht absprechen kann. Man kann natürlich sagen so, hey, es tut mir leid, wenn es too much war und es sich für dich so angefühlt hat. Das ist okay, aber einer anderen Person die Gefühlswelt abzusprechen, ist natürlich schwierig. Und ich sage das ganz bewusst vorab, weil dieses Thema gleich in diesen Stories aufkommen wird wie bisher. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz in diese Dschungelhistorie zurückgehen, dann würde ich natürlich schon sagen, dass das Format auch davon lebt, dass wir auch manchmal dort Leute sagen, also gesehen haben, zum Beispiel Ingrid van Bergen, die ja vorher wegen dieser Tat, die ihr alle nachlesen könnt, im Gefängnis war. Zu dem Zeitpunkt, wo sie natürlich im Dschungel war, hatte sie, also war sie ja quasi, die Haftstrafe war abgesessen, wie sagt man, also ja, war abgesessen. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem den Sachverhalt verurteilen, der stattgefunden hat. Und das ist ja auch nach einer abgesessenen Haftstrafe nicht weg. Ne? Sie ist dann wieder Teil unserer Gesellschaft und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich sie damals als tolle Kandidatin empfunden habe und sie war natürlich spannend und was sie auch alles im Lagerfeuer erzählt hat und sie hat ja auch irgendwie gewonnen. Also das zeigt ja auch, dass sie trotz dieser Vorfälle die Sympathien der Zuschauer gewonnen hat und ja, ich auch ehrlich bin, ich meine, ich könnte jetzt noch andere aufzählen, die auch im Dschungel waren, wo es auch andere Sachen gab, die auch damals strafrechtlich relevant waren, natürlich zu dem Zeitpunkt schon immer, ne, vorbei. Aber wie gesagt, nur weil man jetzt als Beispiel eine Haftstrafe abgesessen hat oder so, macht es ja die Tat nicht ungeschehen. Also darauf will ich hinaus. Das heißt, wenn man immer verschiedene Sachverhalte bewertet, sollte man natürlich auch so ein bisschen im Kontext das Gesamte im Blick behalten. Und genau, deswegen finde ich, die ultimative Lösung kann immer nur die Person treffen, die im Interesse des Unternehmens entscheidet. Und wenn ihr jetzt als Beispiel sagt, so, ich finde es moralisch verwerflich, dass Leute dafür belohnt werden, dass sie eben unangenehm aufgefallen sind, dann kann ich diese Position zu 100% verstehen. Und ich finde, ihr als Konsument oder wir als Konsumenten haben dann in der Hand irgendwie zu sagen, okay, dann gucke ich das Format nicht, weil ich möchte das nicht unterstützen, das entspricht nicht meinen Werten und deswegen kriegt ihr keinen Klick von mir oder whatever. So ähnlich wie mit diesen ganzen Themen, die ich teilweise aufarbeite, irgendwie heißt es dann auch immer, ja, aber Plattform XY sollte nicht gegeben sein für bestimmte Personen, aber trotzdem gucken die Leute es ja dann, um es mir dann in die Kommentare zu schreiben, was natürlich auch den Algorithmus anfordert und solche Themen natürlich noch viel populärer machen, ja. Und bei anderen Themen, die dann irgendwie positiv sind, aber für euch oder für, jetzt nicht für euch explizit, aber für viele andere, dann irgendwie zu banal,
Da wird dann nicht geguckt, weil ja, ist ja irgendwie zu langweilig. So, jetzt habt ihr erstmal so ein paar Argumente gehört, die ich jetzt einfach mal mit diesen Topf eingeworfen habe. Ich fand das ehrlich gesagt ganz passend und sehr interessant und irgendwie auch spannend, das jetzt hier mal so kurz anzusprechen. Wir gucken uns jetzt tatsächlich gleich mal diese Story von Valentina an. Ich mache zwischendrin natürlich immer mal den einen oder anderen Cut, weil sie da sehr viel sagt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Da kann man ja auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was Valentina sagt. So, und jetzt nochmal persönlich zu dem Thema. Also ich muss echt sagen, ich finde das echt richtig, richtig, richtig krank. Das ist wirklich gestört. Also was aktuell einfach oder wie einfach dieses TV-Business sich seitens den Sendern entwickelt hat. Also und auch natürlich von den Leuten her, ne, die unterstützen das ja. Und die heulen rum, wenn mal bei Leuten ein Wort rausrutscht oder man straight eine Meinung vertritt und kein Mitläufer ist. Ist man dann derjenige, der mobben würde oder sonst was? Ja. Also das geht jetzt immer so ein bisschen in diese Thematik rein, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also ich finde, dass sich dieses TV-Business von der Wahl der Kandidaten ehrlich gesagt gar nicht so krass verändert hat. Insofern, dass wir auch schon früher Leute eben jetzt gerade im Dschungelcamp in diesem Format hatten, wo es schon einen ganz großen Aufschrei gab. Wir haben damals auch, wann war Jelis beim Bachelor 2016, 2017? Ne? Also ich finde, dass wir jetzt auffällige Personen dabei hatten, die moralisch verwerfliche Sachen gemacht haben und die trotzdem immer wieder in irgendwelche Formate gesetzt wurden, ist jetzt kein neues Konzept. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz daran erinnern, dass ja auch das Promi-Büßen an sich natürlich genau auf diesem Konzept basiert. Ja, also das ist jetzt für mich keine neue Entwicklung. Die Entwicklung, die jetzt irgendwie neu ist, würde ich sagen, dass vielleicht jeder versucht, Reichweite abzustauben und versucht, irgendwelche Skandale zu kreieren. Ich würde sagen, das ist eine neue Entwicklung. Das gab es jetzt damals so nicht, weil die Leute relativ unbedacht in diese Formate gegangen sind. Und das, was sie sagt, finde ich jetzt auch, das ist auch ein bisschen schön geredet, ne, aus ihrer Perspektive, weil sie sagt so, ja, Leute, die die Wahrheit sagen oder die mal ein schlechtes Wort benutzen. Also niemand kritisiert jemanden, wenn mal jemand ein schlechtes Wort besetzt oder wenn jemand seine Meinung vertritt. Also ich habe ja auch schon im Sommerhaus gesagt, dass ich jetzt mit Valentina persönlich nie Probleme hatte. Aber dass natürlich auch ein Diskurs mit ihr immer gar nicht möglich war, weil sie ja nie relativ entspannt in diese Situation gegangen ist. Sondern sie ist ja dann teilweise, wenn sie irgendwie was gehört hat, was jemand gesagt hat, wie eine Furie rausgegangen und hat dann da Krawall gemacht. Und es kommt ja schon darauf an, wie gehst du auf jemanden zu? Wie gehst du in einen Dialog? Also dass dann immer, wenn du schon relativ aggressiv in einen Dialog gehst, und das kann man ja schon allein durch die Stimme machen, ja, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn sich dann das irgendwie hochschaukelt, weil sowas funktioniert ja immer nur so ein bisschen beidseitig. Ne? Das ist jetzt erstmal generell mein Gedankengang dazu, aber wir gucken mal weiter, was sie noch zu sagen hat. Ich sag's euch, ich gehe in keine Show mehr ohne knallharte Verträge. Sollte mich einer anpacken, gibt's so eine fette Geldbuße. Also allein für meine Sicherheit, körperlich und psychisch, das ist nicht mehr vertretbar. Der aktuelle Dschungelcast, der zeigt uns ja einfach, dass sowas toleriert wird, akzeptiert wird und dementsprechend wird es ja auch von den Leuten akzeptiert. Und das ist dann einfach ein Schneeballsystem. Es wird niemals aufhören. So, es wird nicht aufhören. Sorry. Also was kommt denn als nächstes, dass jemand am Boden liegt? Jetzt mal wirklich for real. Also man muss ja wirklich nur einmal falsch treffen bei den Szenen, die gezeigt wurden. Und man kann eine Behinderung bekommen. Man kann im schlimmsten Fall sterben. Und das werde ich für meine Gesundheit wirklich und allein auch für meinen Kopf, dass ich frei in eine Show gehen kann, nicht mehr so stehen lassen. Nee. Hätte ich sowas gemacht, was ich niemals tun würde, dann wäre die Hölle los. Dann wäre die Hölle in Deutschland los. Ich stimme Ihnen in einem Punkt zu, dass natürlich, wenn es zu Körperlichkeiten in einem Format kommt, dass es natürlich insofern Konsequenzen haben kann, weil wenn der Schlag mal irgendwie falsch sitzt oder jemand dann umfällt und irgendwo hinstößt, das kann natürlich wirklich ganz krasse Konsequenzen haben, wie sie hier sagt. Also da würde ich Ihnen 100% zustimmen. Das, was sie natürlich auf vertraglicher Ebene sagt, ist natürlich kompletter Käse, weil ja eine
eine Produktion oder ein Sender niemals ausschließen kann, egal was im Vertrag steht, egal was für eine Klausel drin steht, dass es zu so einem besagten Vorfall kommt. Also das ist natürlich rechtlich nicht möglich, das auszuschließen. Und natürlich kann man dann, unabhängig davon, was im Vertrag steht, danach irgendwie Schmerzensgeld einklagen etc. Also diese Wege kann man ja gehen, hat ja damals Michael Wendler auch gemacht, als es diesen Unfall bei dieser Dschungelshow gab. Ne, da war das jetzt nicht, also das war jetzt kein Fremdverschulden durch einen anderen Kandidaten, sondern ist halt so entstanden. Aber das, was ihr natürlich sagt, kann man ja nicht. Was ihr sagt, ich mache dann die krassesten Verträge, die härtesten Verträge. Also dieses Risiko kann man nicht ausschließen vertraglich. Ne? Ich bin natürlich auch ich vertrete natürlich schon die Position, dass man danach irgendwie casten sollte, dass man im besten Fall jetzt nicht Leute reinnimmt, die irgendwie ein potenzielles Risiko sind. Ja, aber unabhängig davon kann es natürlich immer passieren. Und egal, was du in deinem Vertrag stehen hast oder egal, was du für Schmerzensgeld oder whatever bekommst, ne, eben wenn dann eine Rangelei entsteht, wenn der Schlag oder der Schubser falsch sitzt und sich irgendwie jemand verletzt mit Langzeitfolgen, dann ja, bringt dir das Schriftstück auch nichts, was du aufgesetzt hast. Damit kannst du dir dann elegant den Allerwertesten abwischen sozusagen. Ne? Das ist halt auch eine Realität. Also sich da jetzt, ich verstehe total ihren Ansatz und bin da auch total bei ihr, aber man muss dann auch ein bisschen in der Realität bleiben. Ne? Also so ein Risiko kann man nie aussetzen. So. Das ist, ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das ist so wie wenn ich jetzt bei einer Fluggesellschaft mir schriftlich versichern lasse, dass das Flugzeug nie abstürzen darf, weil ich danach weg vom Fenster bin. Ne? Also natürlich beabsichtigt das niemand, aber das kann man vertraglich auch nicht ausschließen, weil es einfach nicht geht. Aber wir gucken mal weiter, was Valentina Doronina noch so zu sagen hat. Also das ist dann wirklich eine Linie, die wirklich zu weit geht. Also darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Alle sagen immer so, Gewalt, nein, nein und die Sender, die widersprechen sich. Also die Sender, die widersprechen sich in jeglicher Form damit. Auch die Leute, die widersprechen sich, auch die ganzen Leute aus der Branche, die sagen, es geht nicht, aber feiern dann diese Person, liken deren Bilder und kommentieren. Das ist ein einziger Widerspruch, diese Branche. Das ist so heftig. Und sagt man dagegen dann was, so wie wir es getan haben, dann ist es natürlich ganz schwierig, aber nee. Die Wahrheit bleibt niemals bei mir verborgen. Egal für welche Verluste, wenn die Wahrheit Verlust bedeuten sollte, werde ich immer die Wahrheit aussprechen. Aber Leute, ich schwöre es euch, ihr seht mich in keinen Shows mehr ohne so eine Klausel im Vertrag. Dann höre ich lieber auf. Also ich denke, auf die Klausel brauchen wir jetzt gerade nicht nochmal eingehen, weil ja, das habe ich gerade schon mehrfach ausreichend quasi euch geschildert, das ist natürlich Käse. Aber auch hier muss ich leider an einem Punkt zustimmen. Also ich kann erstmal aus der Perspektive der Konsumenten, der Zuschauer natürlich verstehen, dass sich die Leute fragen so, okay, Moment mal, Ex on the Beach, jemand wird rausgenommen. Okay, gut, na, gibt erstmal eine Konsequenz, in dem Moment ist für das Format nicht mehr tragbar. Dann auch die Situation wieder mit I the One, also da ist es dann irgendwie okay. Ich kann verstehen, wenn die Leute dann draußen irgendwie sagen so, Moment mal, also irgendwie seid ihr dagegen, aber dann irgendwie, da wird nichts gemacht. Also ne, ich verstehe eure Gedankengänge. Und das, was sie sagt, bezogen auf die Leute, finde ich natürlich auch krass, weil das haben wir ja schon beim Sommerhaus erlebt. Und das ist auch was mich wirklich massiv stört. Und da hat sich natürlich schon auch echt einen Kern getroffen, dass man oft natürlich den Eindruck hat, die Leute empören sich, aber es kommt immer darauf an, von wem es kommt. Also als Beispiel, wenn jemanden beleidigt, basierend auf der Optik oder whatever, dann wird es bei dem einen verurteilt. Wenn es aber die andere Person macht, weil man für die vielleicht mehr Sympathien hat und für die andere weniger Sympathien, dann ist es okay. Das finde ich natürlich irgendwie auch lächerlich, weil da muss ich natürlich auch weiterhin sagen, auch jetzt gerade bei den Zuschauern so, also ihr müsst euch natürlich auch entscheiden, ja, seid ihr jetzt für was, seid ihr gegen was und wenn ihr gegen was seid, dann könnt ihr das natürlich euch nicht immer so drehen, wo gerade die Sympathie bei der Person am größten ist, weil das ist natürlich dann auch der völlig falsche Ansatz. Also ich war den Leuten ja immer ein Dorn im Auge, immer wenn ich was gesagt habe, hieß es, ich mobbe, ich würde psychische Gewalt anwenden und die Leute sollten wirklich mit solchen Aussagen echt aufpassen, denn das ist einfach nur Blödsinn, ja. Also im Sommerhaus hat man auch ganz klar gesehen, ich stand da alleine, habe mich vor die Gruppe gestellt, wenn mir was nicht gepasst hat, die waren zusammen stark, ne. Also ja, aber labalabarababa. Das kennt man ja nur von den Leuten, dass sie nur labern können und einen in eine Schublade stecken wollen. Aber was Fakten sind, sind diese Szenen, wo ganz klar einfach zugeschlagen wird, ja. Und diese Leute
einfach weiter gebucht werden, auch eine Iris. Also diese Thematik finde ich natürlich total schwierig, wie ich vorhin auch einleitend schon gesagt habe. Das ist ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Also Valentina hat natürlich nicht zu entscheiden, bezogen auf eine andere Person, wann ist es psychische Gewalt und wann nicht. Das hat sie nicht zu entscheiden. Das hat aber auch nur lediglich natürlich dann quasi das Opfer in Anführungsstrichen zu entscheiden, ja. Und ich erinnere mich dunkel daran, ihr wahrscheinlich auch, es gab bei Couple Challenge Szenen auch von ihr, zusammen damals natürlich mit Christine, das ist so, jetzt haben wir jetzt wieder diesen Kreislauf, Christine, die damals auch ganz oft negativ aufgefallen ist, ja, die dann deswegen jetzt beim Promi-Büßen war, wo die beiden in Kombination wirklich, wirklich so harter Tobak waren, wo ich natürlich auch diese Diskussion verstehen kann, wenn man jetzt als Beispiel sagen würde, die kann man in kein Format mehr setzen, weil sie die Leute terrorisieren, ja, und das dann zu sagen, habe ich nicht getan, ich meine, sie hat jetzt nicht gesagt, dass es bei Couple Challenge, die stattgefunden hat, aber ich meine jetzt nur mal, ne? Das finde ich natürlich auch schwierig. Also ich finde, wenn man wirklich so sensibel mit bestimmten Themen umgehen möchte, und ich finde das sehr wichtig, gerade auch bei körperlichen Übergriffen, ja, dann finde ich, muss man aber auch die Linie bei anderen zeigen. Man kann selber, wenn man sehr extrem ist, und es gab sehr viele, viele ganz krasse Szenen in der Vergangenheit von Valentina. Und da kann man sich nicht rausreden von wegen, ich habe nur die Wahrheit gesagt und ich habe mal ein Schimpfwort gesagt. Also das, so leicht ist es dann auch nicht. Ja, aber wenn man so korrekt sein möchte, was ich ja generell gut finde, und ich finde, das kann sie aus ihrer Position heraus auch machen, denn nur weil sie vielleicht in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist, heißt das ja nicht, dass sie keinen Lerneffekt haben kann. Denn wenn ich sie jetzt zum Beispiel in der letzten Staffel von Germany Shore gesehen habe, fand ich sie schon deutlich angenehmer als in allen Formaten zuvor. Ich habe das Gefühl, es ist ein Lerneffekt, hat eingesetzt. Ich finde, sie ist in Konflikten auf die anderen Parteien zugegangen, hat gesagt, komm, lass uns das klären, lass uns das ausdiskutieren. Also da ist auf jeden Fall schon, hat schon was stattgefunden, ne? Aber dann trotzdem so die eigenen Taten immer zu relativieren und dann so zu sagen, naja, ich habe nur meine Meinung gesagt, und nur weil jemand damit nicht klarkommt, das immer dieses Framing finde ich ehrlich gesagt sehr schwierig, weil ja, so ein bisschen so die eigenen Taten zu reflektieren gehört natürlich dann auch dazu. Also es wird ja anscheinend wirklich toleriert. Und ich sage euch wirklich, hätte ich das einmal in einer Show gemacht, ich schwöre, hätte ich mich nie wieder in einer Show gesehen, weil es ich wäre. Aber für anderen ist es akzeptabel. Und für die Leute, die jetzt denken, was ist jetzt mit ihr falsch, was für ein Sinneswandel, es ist kein Sinneswandel, Leute. Ich sage niemals, dass ich ein Mensch bin, der perfekt ist. Ich kann auch Scheißwörter sagen, ich kann auch mal über die Stränge schlagen. Ja, aber bis zu einem gewissen Grad. So, und das ist wirklich echt heftig, was teilweise in Shows passiert. Und wenn ich mir das leisten würde, dann, ich will es mir gar nicht ausmalen. Also das ist echt witzig. Ich finde es mittlerweile noch witzig, versteht ihr? Und ich habe wirklich so gerne an Shows teilgenommen, aber nicht mehr, wenn die Sicherheit gewährt ist. Weil ihr müsst euch eins vor Augen halten. Das hier kann man nicht ersetzen. Ne? Also ein falscher Schlag kann man sich ausmalen. Ne? Deswegen no risk. Ja, das ist eigentlich nochmal das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Also aus ihrer Perspektive ist quasi die einzige Linie, die es gibt, also das ist jedenfalls das, was ich verstanden habe, Körperlichkeit, also körperliche Übergriffe. Und das ist natürlich Quatsch. Also du kannst natürlich auch mit Worten unglaublichen Schaden anrichten. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn man mein Schimpfwort sagt, sondern wie man quasi mit Menschen umgeht. Und da habe ich leider bei dieser Thematik, diese Couple-Challenge-Thematik im Kopf. Und da muss ich leider sagen, da wurden massive Linien überschritten. Und das finde ich dann insofern schade. Also, dass wenn man sich dann dahinstellt und quasi auf Defizite hinweist, was ich immer gut finde, weil das immer dafür sorgt, dass man einfach nochmal in den Diskurs geht, dass man Dinge nochmal neu bewertet, neu betrachtet, wie auch immer, aber sich dann quasi vom eigenen Fehlverhalten frei macht und quasi nur mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, die sind ja so schlimm, weil die haben ja das gemacht. Das würde ich nicht tun. Ja, aber du hast auch andere schlimme Dinge gemacht. Und nein, da geht es nicht um deine Meinung zu äußern, um eine klare Kante zu ziehen. Und das finde ich dann schwierig, weil das ist keine ehrliche Debatte. Und das finde ich ist aber wichtig, wenn man so ein Thema aufmacht. Also ich habe ja selbst Gewalt erleben müssen in einer Show im Sommerhaus. Und
noch in einer Show. Darüber kann ich noch nicht sprechen. Allein auch, dass einer Frau mir der Weg verwehrt wird, nein. Naja, wenn es dann soweit ist, kann ich darüber reden, auch wie die Leute wieder reagiert haben. Ähnlich wie im Sommerhaus tatsächlich. Keine Worte mehr, wirklich keine Worte. Und das ist mir dann auch das alles einfach nicht wert. Auch wenn wirklich Shows richtig Bock machen, Spaß machen, ich euch gerne entertaine, aber ja, bis zu einem gewissen Grad. Ne, weil ihr seht immer das, was vor der Kamera passiert, ihr seid die Zuschauer, aber wir als Protagonisten, sag ich mal, wir müssen uns ja auch sicher fühlen. Und ich finde persönlich, das ist nicht mehr gegeben im TV, deswegen werden da ganz klare Linien gezogen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Show das ist, von der sie redet. Ich habe da eine Sache im Kopf, aber ich will da noch nicht so drüber sprechen, weil das dann irgendwie eine Art Spoiler wäre, weil sie redet, dass ihr irgendwas verwehrt wurde. Ja, wobei eigentlich kann ich es, glaube ich, mal anders. Also ich weiß aber nicht, ob es darum ging. Ne? Sie hat mal irgendwann in einer Instagram-Story, dort hat sie es mal öffentlich erzählt, dass sie irgendwann für eine Show im Gespräch war. Dann sollte irgendwie auch Gigi dabei sein. Dann hat sie der Produktion irgendwie von diesem Vorfall erzählt, der im Sommerhaus stattgefunden hat. Und dann hat die Produktion irgendwie so gesagt, so nee, wir können die nicht zusammen reinwerfen. Dann haben sie aber auch rausgenommen. Dann hat sie quasi die Quittung dafür bekommen. Ja, das ist, glaube ich, das, was sie meint. Wo ich aber auch damals gesagt habe, naja, wenn du natürlich berechtigterweise auf ein Defizit hinweist, nämlich diesen Vorfall im Sommerhaus, was auch gerechtfertigt ist, dass du dann auch sagst, so, ey, ich will natürlich nicht mit dem zusammen da stattfinden und das natürlich in dieser Situation noch nicht ausgestrahlt war, dann musst du natürlich auch damit leben, wenn die Produktion sagt, so, ey, komm, wir legen euch beide erstmal auf Eis, weil wir haben ja das noch nicht gesehen. Und das ist genau die Situation, die ich jetzt auch hier die Position, die ich eingenommen habe bei dieser prominent getrennt Berichterstattung. Ich habe ja darüber berichtet, aber dann gab es auch Leute, die sagen so, Moment mal, Ramon, du sagst jetzt, man soll das nicht einschätzen, aber du hast doch im Sommerhaus dies und das gesagt. Ja, ich habe im Sommerhaus genau das gemacht, nämlich Folgendes. Ich habe mich ausschließlich auf Beschreibungen von verschiedenen Personen verlassen, ohne es gesehen zu haben und habe mir dadurch ein Bild gemacht, wie die Situation stattgefunden hat, obwohl ich dann bei der Ausstrahlung das Gefühl hatte, dass die Vorstellung anders war als die Realität, was nicht heißt, dass ich das, was passiert ist, verurteile, aber ich habe daraus eine Konsequenz gezogen und sage jetzt, okay, es gab einen Vorfall, ich bewerte das alles einfach mal noch nicht, weil ich es noch nicht gesehen habe. Also dann jetzt irgendwie zu mir zu sagen zum Beispiel, ja, also das ist jetzt aber schon eine Doppelmoral, du bist ja schon irgendwie unglaubwürdig, finde ich ehrlich gesagt insofern lächerlich, weil das ja irgendwie mir das Recht abspricht, aus Fehlern zu lernen oder zu wachsen aus Situationen, die entstanden sind, wo ich jetzt im Nachhinein sage, habe ich falsch gemacht, würde ich in Zukunft anders machen. Ne? Und so ist ja letztendlich immer im Leben. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und schreibt mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und dann verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal.